Und wir wechseln jetzt zu Johannes Pfleger. Der ist Institutsleiter für das Ilse Art Institut für Soziales, für soziale Inklusionsforschung. Und der hat uns heute einen Vortrag mitgebracht über Umbrello. Das ist eine Plattform für digitale Dorfdienste und Fürsorge. Und er beschreibt uns jetzt ein bisschen den digitalen Weg in der Betreuung von SeniorInnen. Und Johannes Pfleger ist schon da. Ich kann ihn schon sehen. Hallo, grüß dich. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser tollen Veranstaltung. Freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Johannes Pflegerl. Ich bin Leiter des Ilse Alt Instituts für soziale Inklusionsforschung. Das ist das Forschungsinstitut des Departments für Soziales. Ja, und ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Themen der Alternsforschung. Und seit vielen Jahren bin ich auch mit Kolleginnen aus der Technik, aus der Medientechnik, aber auch aus anderen Departments dran, also im Bereich des sogenannten Ambient Assisted Livings. Das sind alltagsgestützte, assistive Technologien, um die Lebenssituation älterer Menschen zu verbessern. Ich denke, das ist ein ganz besonderes Kennzeichen auch unserer FH, dass wir hier sehr stark mitsammen interdisziplinär zusammenarbeiten. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch ein bisschen von anderen Hochschulen, die ja eher sozusagen, wo die Fachdisziplinen auch ein Stück miteinander konkurrieren. Wir haben schon sehr früh auf Kooperation gesetzt, auch auf Kooperation auf Augenhöhe. Und darum, glaube ich, haben wir auch sehr viele sehr gute Projekte entwickeln können. Und ich möchte heute dieses Projekt Umbrello ein bisschen näher vorstellen. Das ist ein hochaktuelles Projekt, gerade in der Corona-Krise. Ich beginne jetzt mal vielleicht auch meinen Bildschirm zu teilen, wenn das in Ordnung ist. Ja, sehr gerne. Ja, okay. Also ich hoffe, das klappt auch. Moment. Ich muss jetzt mal schauen. Sie können auch, wenn es quasi Übertragungs- oder Bandbreitenprobleme gibt, während der Bildschirmübertragung Ihr Video deaktivieren. Ich mache das nur kurz. So, Vollbild. Ein Stück zurück, ja. Also das Projekt, das ich präsentieren möchte, nennt sich Umbrello. Es ist eine Plattform für digitale Dorfdienste und Fürsorge. Und wird, wie gesagt, von mehreren Departments gemeinsam auch entwickelt, schon seit Jahren, auch neben unserem Department und Forschungsinstitut ist auch das Institut für Creative Media Technologies, aber auch insbesondere der Studiengangsleiter von Digital Healthcare, Jakob Doppler, dran. Aber es waren auch Kolleginnen aus dem Institut für Medienwirtschaft beteiligt, in einer frühen Phase auch Kolleginnen vom Institut für IT-Sicherheitsforschung. Wir kooperieren hier sehr gut. Worum geht es? Ganz kurz. Es ist eine kostengünstige und einfach bedienbare Kommunikations- und Serviceplattform für ältere Bürgerinnen und Stakeholderinnen. Und das ist deshalb von Relevanz, weil wir so quasi uns bemüht haben, eine Technologie, eine Plattform zu schaffen, die einfach bedienbar ist für ältere Menschen. Und was auch ein besonderes Merkmal ist, wir haben von Anfang an versucht, mit den älteren Menschen hier gemeinsam zusammenzuarbeiten, auch die Entwicklung mit ihnen gemeinsam durchzuführen. Und da ist in zwei Vorgängerprojekten, auf denen jetzt dieses Projekt Umbrello basiert, ebenso eine Kommunikationsplattform, wo man sich unterhalten kann, wo man auch miteinander spielen kann. Das war der Ausgangspunkt. Und damit Sie mal einen guten Eindruck bekommen möchten, möchte ich Ihnen jetzt auch so ein Video präsentieren, wo Umbrello, so heißt das Vorgängerprojekt, auch einmal gezeigt wird, wie es funktioniert. Und im Anschluss daran möchte ich ein bisschen erläutern, was denn darüber hinaus möglich ist, wo wir in der Entwicklung stehen und wo es hingehen soll. Vielleicht dürfte ich jetzt bitten, dass von der Technik, ich gebe jetzt meinen Bildschirm wieder frei, dass Sie vielleicht das Video jetzt starten, das vorbereitet wurde. Das Schnapsenspiel Brelomate besticht durch seine Einfachheit. Man braucht eigentlich nur drei Dinge, um es betreiben zu können. Das eine ist Internet, das zweite ist ein Fernseher und das dritte ist eine App auf einem Tablet. Mit diesen drei Dingen kann man das Spiel sozusagen spielen. Ausgangspunkt für das Projekt war die Überlegung, wie kann es gelingen, sozial isolierte ältere Menschen an die Welt der
digitalen Kommunikation über das Internet heranzuführen, um ihre soziale Einbindung zu verbessern. Uns war wichtig in der Projektentwicklung, die Personen, für die wir das entwickeln, von Anfang an mit einzubeziehen, um wirklich sicherstellen zu können, dass etwas gemacht wird, das ihren Bedürfnissen entspricht. Ein Vorteil von Prelomate sind sicher auch noch die niedrigen Anschaffungskosten. Die Geräte habe ich vielleicht sogar schon zu Hause und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Prelomate-App sehr einfach zu haben ist und kostengünstig in der Anschaffung. Das sehen wir auch als großen Vorteil für eine tatsächliche Entwicklung in Richtung Marktreife, weil viele AAL-Produkte daran scheitern, dass sie zwar von der Idee sehr gut sind, aber so teuer in der Anschaffung, dass sich das kaum alte Menschen leisten können. Ja, hallo, ich bin der Gernot und ich werde jetzt da bei Prelomate ein Spiel durchführen mit der Sabine, die da gegenüber beim Fernseher sitzt. Hallo Sabine, das ist jetzt meine Spielpartnerin und jetzt werden wir eine Runde schnapsen. Das ist eigentlich ziemlich übersichtlich, da meine 5 Karten und die Sabine hat schon Karte ausgespielt. Ich werde jetzt mal das einfach zuspielen. Also mit einem Tippen ist da die Karte schon ausgespielt, das ist ziemlich einfach. Aber der Fernseher leitet mich durch das ganze Spiel, also zeigt dann an, du hast gestochen. Eigentlich ziemlich toll, weil es eigentlich ein sofortiges Feedback ist, also die Karte wird sofort ausgespielt am Fernseher. Also das Spiel ist eigentlich ganz interessant, es ist sehr authentisch. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig momentan, aber das, ich glaube, das hat man noch in der kürzester Zeit hat man das herausgegeben. Sehr unterhaltsam. Ja. Uns war sehr wichtig, dass auch die ganze Bedienung sehr einfach gehalten wird, also dass die Symbole intuitiv erkennbar sind, sodass Menschen das sehr schnell erlernen können, ohne großes Know-how zu brauchen. Ich glaube, das kann jeder, glaube ich, dass das zusammenbringen wird. Karten sind relativ groß und das angeschrieben auch. Einfach. Und man kommt geschwind rein. Also es ist für jeden in meiner Jugend verständlich. Das hat eigentlich jeder recht gut gefunden. Die Größe ist recht angenehm. Und ich glaube nicht, dass da irgendwer was dagegen haben könnte. Wenn man nicht so mobil ist, das kann das schon lustig sein. Das, wenn ich mit Nachbarn oder wenn ich nicht fort kann oder was. Wenn ich die Gelegenheit habe und würde so ein Gerät zum Kaufen kriegen, würde ich es sofort kaufen. Das wäre das Schönste im Winter, wenn du alleine ganze Wochen daheim sitzt. Du kannst in Verbindung sein, wenn sich eine Gruppe zusammentut oder jeder Zerstreuung. Ja, also das war mal sozusagen das Video vom Vorgängerprojekt. Ich fahre jetzt fort auch in meiner Präsentation. Dazu werde ich jetzt wieder den Bildschirm von mir freigeben. Moment. So. Ich hoffe, das können alle sehen. Gut, also ich glaube, das Video hat sehr schön gezeigt, was das Potenzial ist. Und ich denke, gerade in der jetzigen Zeit hat das enormes Potenzial. Wir haben schon 2013 mit den ersten Vorarbeiten begonnen, über mehrere Jahre. Wir haben das dann auch ausführlich in einem Feldtest getestet in 36 Haushalten. Es ist sehr gut angekommen. Jetzt werden Sie natürlich die Frage stellen, na, warum ist das in der Corona-Krise noch nicht da? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe oft daran gedacht oder auch gedacht, das wäre doch so fein, wenn es das schon gäbe. Die Schwierigkeit ist einfach, dass es bis jetzt nicht gelungen ist oder vor der Corona-Krise nicht gelungen ist, einen Wirtschaftspartner zu finden, eine Firma, die sagt, ja, wir nehmen das auf. Also da war sehr viel Zögerlichkeit dabei. Wir bemerken jetzt eine gewisse Bewegung und wir hoffen, dass wir dieses Projekt bald auch weiterführen können, nämlich auch in der erweiterten Form, die ich jetzt auch ein Stück präsentieren möchte. Also ich glaube, jetzt haben auch manche erkannt,
welches Chancenpotenzial da wirklich drin liegt. Denn hätten wir das gehabt, hätten Leute, auch Angehörige, sehr einfach mit ihren älteren Angehörigen sprechen können, mit ihnen spielen können, da wäre sehr viel also möglich gewesen. Aber nichtsdestotrotz, auch in Zukunft wird das von großer Relevanz sein. Und wir haben dann begonnen zu sagen, okay, da ist ja noch viel mehr drinnen. Also das ist nicht nur sozusagen die Möglichkeit zu spielen und vielleicht sich bei Videotelefonie auszutauschen, sondern in dem Projekt Umbrello haben wir gedacht, wir könnten das um andere Elemente auch noch erweitern, andere Themengebiete angehen und haben gemeinsam mit der Kleinregion Pilachtal dort, also in einer Region, wo wir uns vorbereitet haben, auch für eine Testregion, mit unterschiedlichen Leuten, darunter auch wieder Seniorinnen, das ist, glaube ich, recht gut herausgekommen in diesem Video, wieder Workshops gemacht, mit ihnen zusammengearbeitet, zu sagen, okay, was könnte man noch, in welche Richtung könnte es noch gehen? Wir haben mit Leuten aus der Wirtschaft gesprochen, um hier Anwendungsmöglichkeiten zu suchen. Also auch Leute aus dem Gesundheitswesen und mit Leuten der lokalen Verwaltung, um hier sogenannte Anwendungsfälle zu erweitern. Und da möchte ich jetzt ein paar Dinge auch präsentieren von solchen Anwendungsfällen. Nämlich, klar ist und hochaktuell auch familiäre und soziale Unterstützung ist so ein möglicher Anwendungsfall. Also das Kontakthalten über Distanz mit älteren Menschen. Das ist auch eine Herausforderung, das ist uns jetzt allen ja sehr bewusst geworden in dieser Krise, aber auch, wir haben ja damals auch alle nicht an diese Krise gedacht, auch unter normalen Umständen ist das schon eine gewisse Herausforderung, wenn man weiter weg wohnt. Wie kann es gelingen, sozusagen rasch und im Alltag integriert, auch einmal so zwischendurch nachfragen, nachschauen, wie geht's meiner Mutter, wie geht's meinem Vater so quasi. Es ist aber auch eine Chance für soziale Dienste und wird auch in Zukunft eine Chance für soziale Dienste sein. Wir denken da ganz konkret an sozialmedizinische Dienste, die im betreubaren Wohnen arbeiten. Die haben ja oft einmal die Herausforderung, dass sie Leute besuchen müssen, oftmals auch Leerfahrten haben. Man kommt vorbei und die Leute sagen, es ist eh alles in Ordnung, wir sind weit gefahren. Dieses Instrument könnte dazu dienen, einen Anruf zu machen bei Videotelefonie, ganz einfach, und zu fragen, ist alles in Ordnung? Und die große Chance, die man hier hat über die Videokomponente, man sieht die Leute auch. Also man kann einen größeren Eindruck gewinnen, wie geht es den Menschen tatsächlich, was brauchen sie. Das lässt sich da leichter machen oder besser machen, als das auch per Video, also bei reinem Telefon möglich wäre. Also sozusagen im familiären Kontext, neben der Spielkomponente, auch für soziale Dienste interessant, die vielleicht ja auch zwischendurch einmal so eine kleine Spielpartie, da könnte man auch anderes auch umsetzen, machen könnten, um hier einfach in Kontakt zu bleiben. Das ist ein möglicher Anwendungsfall. Ein zweiter ist, was man auch machen kann und auch aktuell vielleicht noch einmal deutlicher geworden, wäre so etwas wie telegesundes Teletraining. Also man könnte es so machen, mit älteren Menschen auch Bewegungstrainings zu machen, weil auch bekannt ist, dass viele hier Schwierigkeiten haben, sich ausreichend zu bewegen. Und denkbar wäre ein Szenario, dass eine Physiotherapeutin, ein Physiotherapeut oder auch ein Sporttrainer ein angeleitetes Training macht über Fernseh- und Videotelefonie. Und eben weil es auch die Kamera gibt, besteht auch die Möglichkeit, hier auch Korrekturen durchzuführen. Das ist natürlich jetzt nicht, ersetzt nicht Physiotherapie im großen Stile, aber gewisse Übungen können hier sicherlich auch sehr gut durchgeführt werden. Also auch ein weiteres Anwendungsszenario von Umbrello. Ein weiteres denkbares Szenario wäre der lokale Handel. Hier gäbe es die Möglichkeit, dass man einfach über diese Plattform regionale Händler könnten ihre Waren zeigen, anbieten und man könnte das auch verbinden mit einem Bestellsystem. Das heißt, man könnte auf einfache Art und Weise, und das ist auch jetzt in dieser Krise, glaube ich, noch einmal deutlich geworden, wenn es das schon gäbe, wenn es dieses Instrument gäbe, könnten auch lokale Händler sehr stark davon profitieren, weil sie so dann zielgerichtet ihre Produkte liefern können. Also auch hier die Chance für den lokalen Handel, auch sich sozusagen ihre Produkte zu vermarkten, zielgerichtet an Leute zu bringen. Ein weiteres Szenario ist, dass die lokale Politik und auch die Verwaltung könnte über Online-Services und Telepräsenz für ältere Menschen diese auch leichter zugänglich machen.
Zum Beispiel wäre denkbar eine Online-Sprechstunde des Bürgermeisters oder anderer Gemeindevertreterinnen. Es könnten Informationsveranstaltungen übertragen werden, auch Feste oder sonstige Dinge, die in der Gemeinde stattfinden, könnten hier gemacht werden. Und die älteren Menschen könnten teilhaben, vor allem welche, die mobilitätseingeschränkt sind, hier sozusagen im Sinne der sozialen Inklusion auch eingebunden werden in das Gemeindeleben, wenn sie sonst Schwierigkeiten haben, das zu machen. Also das sind alles Chancenfelder. Und in den Workshops ist sehr deutlich, ist eines deutlich geworden, die Menschen wollen sozusagen, das findet Zuspruch bei den Menschen, so quasi, aber eher jetzt auf die eigene Region begrenzt. Man will damit nicht so quasi ein neues Facebook oder sonstiges. Und das Umbrella-System sieht ja auch vor, dass man diese Kontakte auch sehr genau auswählen kann. Wir haben da schon in dem Vorgängerprojekt Prelomate so ein Kontaktsystem mit Karten entwickelt, dass man sehr genau auch entscheiden kann, wer kann da teilnehmen. Und das würde dem Wunsch entgegenkommen der Menschen, dass das eher auf die lokale Ebene, auf die regionale Ebene beschränkt bleibt. Also diese Möglichkeiten gibt es. Ja, wie gesagt, wir haben da jetzt einmal sehr stark in Workshops, da waren wir auf konzeptueller Ebene unterwegs, diese Szenarien besprochen, diskutiert, Möglichkeiten gefunden. Und was wir gemacht haben, wir haben das auch dann versucht zusammenzufassen, und noch ein paar Dinge verdichtet. Ich zeige noch ein paar so Anwendungsmöglichkeiten. Telegesundheit geht in ähnliche Richtung wie schon bereits präsentiert. Also man könnte in Kooperation mit Primärversorgungseinrichtungen ganzheitliche Gesundheitsangebote auch bieten. Das wäre zum Beispiel auch eine große Chance, diese Umbrella-Plattform für die neuen Primärversorgungseinrichtungen, für die unterschiedlichen Berufsgruppen, die dort tätig sind, sowohl für Ärzte als auch für Pflegekräfte, für Sozialarbeiterinnen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, Beratungen durchführen. Auch hier ist noch einiges in Bewegung zu bringen in Österreich. Da ist man noch sehr zurückhaltend, was Teleberatung, Telegesundheit betrifft. Hier gibt es vielleicht auch zu Recht strenge gesetzliche Bestimmungen. Aber gerade die Corona-Krise hat ja sehr deutlich gezeigt, dass es gut und günstig wäre, hier Möglichkeiten zu schaffen. Und ich denke auch mit dem Know-how des Instituts für IT-Security könnten hier schon Wege gefunden werden, dass also auch diese Kommunikation hier sehr sicher gestaltet werden kann. Das würde einiges auch voranbringen, gerade jetzt in der Zeit, wo man ja gemerkt hat, dass die Menschen sozusagen ja Ärzte oder auch sonstige Leute nicht aufsuchen konnten. Hätte es das jetzt schon breitflächig gegeben, hätte hier sozusagen auf einfache Art und Weise Kommunikation stattfinden können. Denkbar wäre jetzt noch ein bisschen erweitert, auch im Bereich der lokalen Verwaltung, dass man Entscheidungsprozesse, Mitsprache auch über Abstimmungen machen könnte, zum Beispiel Bauvorhaben oder sonstiges, also auch hier Mitsprache im Sinne der Einbindung älterer Menschen auch zu ermöglichen. Und ja, das Nachschauhalten habe ich eh schon auch gezeigt sozusagen. Das Kontakthalten ist durch diese Art von Plattform sehr gut möglich. Denkbar wäre jetzt vielleicht auch noch erweitert gedacht, so ein Angebot auch zu schaffen Richtung regionalen Content, tagesaktuelle Nachrichten, die in der Region jeweils von relevant sind. All das ist so quasi mit dem hier möglich. Wir haben die Ergebnisse dieses Projektes in einem sogenannten White Paper zusammengefasst. Unter www.umbrello.at können Sie sich das auch herunterladen, können Sie das nachlesen. Hier haben wir sehr umfassend beschrieben, was möglich ist. Und ja, und wir hoffen jetzt sehr bald nach dieser Krise, dass wir tatsächlich in die Umsetzung kommen. Wir sind mit Firmen im Gespräch und wir hoffen, ich habe schon sehr viele Gespräche geführt, auch mit Geschäftsführern und so weiter. Und ich hoffe, dass es jetzt gelingt, dass ein bisschen, und auch mein Kollege Jakob Doppler hat diese Gespräche geführt, auch gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Hannes Raffaseder. Wir sind da sehr intensiv dran, Umbrello tatsächlich in die Realität zu bringen. Und wenn uns das gelingt, wäre das eine sehr, sehr schöne Entwicklung der Fachhochschule von der Grundidee, die bei uns entstanden ist, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Ich bin jetzt ein bisschen optimistischer, dass das vielleicht auch tatsächlich jetzt so in der Übergangsphase oder nach der Krise vielleicht gelingen kann. Soweit einmal vorerst von mir und ich denke, wenn Fragen sind, gerne. Ich stoppe jetzt da mal auch meine Bildschirmfreigabe.
Vielen, vielen lieben Dank, lieber Johannes, für den spannenden und interessanten Vortrag. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Ich greife gleich mal die erste rauf. Und zwar möchte jemand wissen, ob das schon, ob dieses Konzept schon mal mit einer Gemeinde besprochen wurde. Ja, also ganz konkret haben wir, wie ich schon erwähnt habe, mit der Regionalgemeinschaft Bilachtal, da haben wir eben diese Workshops durchgeführt. Wir haben uns vorbereitet auf eine sogenannte Testregion. Und wir brauchen natürlich dann auch, wenn wir jetzt in eine Umsetzungsphase tatsächlich kommen wollen, wäre wieder die Idee, also wenn tatsächlich eine Firma einsteigen sollte, was wir sehr hoffen, dann wäre es sehr günstig, so quasi tatsächlich in einer gewissen Region auch das zu versuchen. Also das hängt natürlich dann auch sehr stark von der Firma ab, was sie da wirklich machen möchte. Aber spannend wäre es natürlich, das also auch in einer Region dann umzusetzen, in dem Sinn, weil wir auch angewiesen sind, dass es ja, Leute auch tatsächlich verwenden, dass man eine gewisse Breite auch erreichen könnte. Vielen Dank. Dann haben wir da jemand, der sich für den spannenden Vortrag bedankt und gerne wissen würde, wie viel so ein Umbrello-Zugang für die Anwenderinnen ungefähr kosten würde. Ja, also vielleicht zu den Kosten, auch das ist noch ein Teil des Geschäftsmodells. Grundsätzlich ist ja in dem Video, glaube ich, sehr gut dargestellt worden, dass es sehr einfach handhabbar ist. Also auch die Komponenten, die man dafür braucht, sind an sich nicht sehr teuer. Also man braucht jedenfalls einen Internetzugang, aber ich glaube, das ist schon, zumindest die Chancen sind gegeben, dass das gut besteht. Dann braucht man neben dem Fernseher, der halt also sozusagen HDMI-fähig ist oder so, das haben aber die meisten Fernseher, und wir haben auch festgestellt, dass die meisten Seniorinnen auch diese modernen Fernseher bereits haben. Das war in der Testphase interessanterweise überhaupt kein Problem. Also es ist eher so, dass Seniorinnen also diese Fernseher alle haben. Man braucht ein kleines sozusagen Verbindungskästchen, das den Tablet mit dem Fernseher und sozusagen die Steuerung übernimmt. Die sind im Handel für etwa 80 Euro und ein Tablet kostet auch so an die 80 bis 100 Euro. Also bei 160 Euro Hardwarekosten wäre man dabei. Und dann ist halt dann die Frage so quasi, je nachdem welches Geschäftsmodell hier gewählt wird, dass man könnte, es wäre vorstellbar, wenn das in Kooperation mit einem Telekom-Anbieter erfolgt, dass das auch auf Mietbasis erfolgt, also wie es auch jetzt schon ist, so quasi, dass man halt das auch zur Verfügung gestellt bekommt und dann einen gewissen Mietpreis bezahlt. Das sind unterschiedliche Varianten denkbar, aber rein von den Kosten her wäre es für den Endanwender nicht sehr teuer, sage ich jetzt einmal. Also es gäbe Möglichkeiten, das relativ kostengünstig auch zur Verfügung zu stellen, so quasi. Die genaue Ausdefinierung des Geschäftsmodells hängt dann sehr von der Umsetzung ab. Aber da würde man natürlich dann schon auch sehr gut schauen, so quasi, dass das in einer guten Art und Weise, in einer kostengünstigen Art und Weise auch gemacht werden kann. Vielen Dank für die Antwort. Wir haben da sogar noch eine Frage. Und da möchte jemand wissen, ob du glaubst, dass SeniorInnen jetzt durch Corona offener für digitale Lösungen geworden sind? Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, manche hätten sich das auch gewünscht. Unsere Testerfahrung war auch so ein bisschen, das ist auch, ich habe wirklich jetzt lange Jahre Erfahrung in der Begleitung von sogenannten Ambient Assisted Living Projekten gemacht. Man muss einmal so ein bisschen die Scheu nehmen, so quasi. Das ist dieses erste Hinführen. Wie wir dieses Schnapsenspiel ausprobiert haben, haben wir auch sehr schnell gemerkt, so quasi, dass die Menschen da sehr schnell hineinkommen. Also wir sind, das war ja auch die Philosophie, wir sind ihnen ja sehr stark entgegengekommen. Das ist ja diese Stärke dieses sogenannten User-Centered Design-Ansatzes. Da treffen wir uns übrigens also aus dem partizipativen Ansatz der sozialen Arbeitsforschung mit der Technikentwicklung. Die Nutzerinnen wissen es am besten so quasi. Und da haben wir uns, glaube ich, da ist auch großes Know-how auch von unseren Usability-Experten vom Institut für Creative Media Technologies vorhanden, großes Know-how, die Technik so zu entwickeln, dass sie einfach bedienbar ist. Und es ist eher den ersten Schritt einmal zu machen. Ich berichte vielleicht von einem anderen Projekt, wo wir das auch hatten. Da haben wir so eine Art Diabetes-Coach entwickelt. Und die Leute, der war in einem Supermarkt aufgestellt, ganz kurz zusammengefasst, da ging es dann darum, dass man sozusagen Lebensmittel scannt und schaut, wie viel Zucker ist da drinnen. Und beobachtbar war, dass Seniorinnen halt oft einmal eine Scheu haben, das zu bedienen. Und wenn man es ihnen dann zeigt, dann war so die Erfahrung, na, wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist, na, dann hätte ich mich schon getraut. Also es geht einmal so ein bisschen diese Scheu zu überwinden, aber wenn das klappt, so glaube ich, traue ich gerade den Seniorinnen sehr viel zu, dass sie auch ja, da gut hineinkommen und damit auch gut umgehen können. Also ich denke, da ist das großes Potenzial vorhanden und ich glaube schon, dass die Zeit jetzt auch kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen entgegen, weil man gesehen hat, was heißt denn das, solange
keine Angehörigen empfangen zu können. Und wenn diese Möglichkeiten bestehen, man hat sich ja oft über Hilfslösungen geholfen, aber das ist oft einmal schwierig. Die bestehenden Videoconferencing-Tools, wo sie auch einiges versucht wurde, ich kann ja auch von meinen Eltern berichten, wo wir dann versucht haben, sie also auf Skype zu bringen, ist auch gelungen. Aber das ist noch vergleichsweise kompliziert. Also wenn Umbrella in diesen Haushalten wäre, das ist wirklich eine von der Konzeption eine Plug-and-Play-Lösung, da ist sozusagen vieles einfacher, einfach machbar. Und das kommt dem entgegen. Und der große Vorteil ist, der Fernseher ist ein Gerät, das viele Seniorinnen gut kennen. Das ist jetzt gar nichts so Neues und das erhöht auch die Chancen, durch den großen Bildschirm da auch einiges erreichen zu können. Wäre es vielleicht möglich, jetzt vielleicht mal eine Frage von meiner Seite, dass man, wenn man rein, also dass man dieses Schnapsen oder die Applikationen, die man eben über dieses Umbrello-Service nutzt, eben schon mal vorab als Applications herausbringt, um quasi mit gewissen bestehenden Nutzerzahlen Firmen und davon überzeugen kann, schaut, es gibt eine Basis, es viele Leute nutzen das jetzt schon, wir würden für eine hausintegrierte Version sorgen. Wir arbeiten auch, sage ich sehr, also das sind alles Zugänge. Wir arbeiten auch im Moment sehr in Gesprächen, also auch mit Hilfsdiensten, mit unterschiedlichen, weil das wäre zum Beispiel tatsächlich eine Möglichkeit, weil wir da relativ rasch in Haushalte hineinkommen könnten, wenn die in der Kooperation mit uns gehen würden. Also da bestehen auch gewisse Chancen drinnen. Ich hoffe ja wirklich, dass man jetzt, also es war ja vorher ein bisschen schwierig zu erklären, man hat immer gesagt, naja, das ist ja ganz nett und so weiter, aber die älteren Menschen wollen ja Videotelefonie nicht. Und jetzt haben wir diesen ganz großen Anwendungsfall Corona, den sich ja niemand vorstellen konnte so quasi davor. Und ich glaube, da hat sich jetzt schon vom Mindset insgesamt was verändert und wir hoffen jetzt schon so quasi, dass auch jetzt, dass man immer diskutieren muss, groß auch mit den Firmen, na, was ist denn der Anwendungsfall und so weiter. Nicht? Also ich glaube, diese mühsame Argumentation fällt so ein bisschen jetzt weg. Ich hoffe, dass da jetzt auch mehr Bereitschaft ist. Also ich würde schon eins sagen, das sage ich auch ein bisschen kritisch in Österreich. Jetzt wahrscheinlich, wenn die Entwicklung in den USA, also wenn die Fachhochschule St. Pölten in den USA gewesen wäre, dann wäre man wahrscheinlich in einer gewissen Region schon auch in der Corona-Krise online gewesen, weil dort also auch mehr Risikobereitschaft da ist. Das muss man schon ganz deutlich kritisch sagen. Bei uns so ein Risikokapital in die Hand zu nehmen, ist immer noch so ein bisschen, ist Österreich sehr verhalten irgendwie. Und das ist halt schade, weil ich glaube, wie wir begonnen haben mit dieser Entwicklung, haben wir schon gewisse Dinge vorausgesehen. Und das ist oft einmal ein bisschen schmerzlich zu sehen, dann so quasi, dass man vom Innovationsgeist eigentlich schon weiter vorne ist, aber dann in der Umsetzung sich so schwer tut irgendwie. Also wir hängen da so ein bisschen in der Schleife seit längerer Zeit, wenn man sagt, okay, wir bräuchten jetzt auch wieder Finanzmittel, um das abzudaten, um das weiterzubringen. Und das macht es dann auch ein bisschen schwieriger. Es wäre wahnsinnig schade, wenn das wie so viele Applikationen dann in der Schublade verschwinden würde. Darum sind wir da auch der Kollege Jakob Doppler und ich versuchen da sehr viel sozusagen Zeit, die wir uns irgendwo halt abzwacken, so quasi weiter zu verwenden, um das weiter voranzutreiben. Weil de facto machen wir das jetzt alles auf Eigenleistung. Finanzielle Mittel haben wir im Moment dafür nicht. Aber wir glauben daran, also wir glauben, dass das sinnvoll ist, das weiterzuentwickeln. Darum bleiben wir dran und werden schauen, dass es in die Realisierung kommt. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich lese da auch im Chat nochmal von jemand tolles Projekt. Also scheinbar hast du hier Leute begeistert und auch die Notwendigkeit und den Nutzen deines Projekts wirklich gut angebracht. Aktuell haben wir keine weiteren offenen Fragen. Deshalb bedanke ich mich mal für deine Anwesenheit, für deinen großartigen Vortrag und auch, dass du dann noch die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Und ich glaube, du bist auf alle Fälle weiterhin auch für Fragen erreichbar, wenn sie per E-Mail kommen oder ähnliches. Danke. Zu dir gibt es sicherlich Informationen auf der Science at Home Website, science@home.fsdb.ac.at. Vielen lieben Dank für deinen Beitrag.